Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer neuen Episode Night of the Dead. Mit dabei natürlich die Yogi. Hello, Krian. Ich habe auf einmal auch zwei AKs im Inventar. Was ist denn hier los? Ich verstehe es nicht. Naja, wird schon seine Richtigkeit haben. Ich habe gerade insgesamt 3 Katanas aufgewertet. Ja, ich sag ja, es ist total dumm. Ich habe auch einen Katana in der Hand angeblich. Kann damit auch zuschlagen, aber ich habe eigentlich gar keins im Inventar. Also könnten wir uns Inventarplatten, wobei wenn man wechselt, ist es dann weg. Das wäre blöd. Also wenn du da irgendwie was droppst, dann zickt da rum. Klebeband und Fuchsknochenpelz. Fuchsknochenpelz, das ist aber was ganz Neues, oder? Ja, der gute Fuchsknochenpelz. Das ist sehr, sehr selten, aber wir haben schon Fuchsknochenpelz gesammelt. So, geröstete Vögel mache ich mir auch mal. Warum nicht? Kann man gebrauchen. Die sind lecker. Gutes Eiweiß. Pilze, Fleisch. Dein Inventar ist voll. Ich gebe dir gleich volles Inventar, ganz ehrlich. Stell ich wieder meine Gießkanne ab. Da ist noch ein Pilz. Der kommt hier rein. Sperlingsfedern, die haben wir doch bestimmt. Ich habe ansonsten noch welche im Inventar. Also eine Feder. Ja, wir haben 7 hier. Apropos, ist hier eigentlich auch wieder gewachsen? Jawoll! Alles nehmen. Tabum. Jetzt kann ich sowohl hier auf Level 4 als auch auf Level 3 upgraden. Nein. Hast du noch Gießkannen unten bei dir oder wo hast du die hingetan? Und die habe ich jetzt hier einfach mal vor die Bank geschmissen. Ich wollte es jetzt nicht wieder ordentlich draufstellen. Alles gut, ich habe oben 2 gefunden. Dann sehe ich direkt wieder nach. Das ist doch gut. Für unser Gemüse. Ich wollte eigentlich auch unsere Astproduktion da hinten nochmal starten, aber... Naja. So, Rehknochen und... Okay, da haben wir 1. Tun wir die mal alle wieder zurück. Raben können wir wieder wegtun, Wildschwein können wir wegtun. Reh nicht, die brauchen wir noch. Für die Resozialisierung sozusagen. Ingwer rein. Tun wir hier nämlich die Kräuter und das Saatgut hin. Sehr gut. Oh, ich brauche tatsächlich auch den Rabenknochen. Wer hätte das gedacht? Die Kanne brauchst du ja nicht mehr, oder? Nee, die kannst du dir ruhig nehmen. Deswegen habe ich die da auch so achtlos hingeschmissen. Also wir brauchen Hirsch und Reh und Raben. Ich gebe dir jetzt mal das Level 4 Katana. Hier liegt das. Okay. Ich würde es dir auch in die Hand geben, aber ich schmeiß es dir lieber vor die Füße, dass das irgendwie so, ne? So ein bisschen Disrespect muss ja auch mal sein. Ja, laddem habe ich ja noch ein normales Katana im Inventar, also. Ja, gut, ich habe meins jetzt in die eine Truhe getan, einfach. Also, wir brauchen Hirsch und Reh und Wildschwein und wir müssen mehr Knochen und Felle sammeln. Für mehr Upgrades. Ja, gut, ich meine, sobald wir welche auf uns zukommen sehen, holen wir uns die ja in der Regel. Richtig. Ja gut, aber so Sachen wie Hirsch und Wildschweine haben wir in letzter Zeit immer so ein bisschen... Ich habe Wildschwein draußen erlegt gehabt. Also aufgesammelt, sagen wir es so. Ja, also... Ich glaube, es gibt keinen weiteren Upgrade, oder? Hier. Für die Truhen? Ja. Doch. Also ich meine jetzt nicht links die Holz, sondern die Eisen. Ja, die können wir noch stärker machen. Weil, oder wir brauchen eine Kiste für die Waffen, weil das ist nämlich hier alles extrem ich voll. Ich würde tendenziell eine Waffenkiste machen. Okay. Ich guck mal gerade, was wir für Kisten brauchen, weil mein Erinnerungsvermögen ist, was Rezepte in verschiedenen Spielen angeht, durchaus beschränkt. Hui! Guck mal, hier eine Waffenkiste. Ein Nagel und ein Eisenmäher. Ich habe noch Forschungsmaterial. Eisenerz muss hier rechts irgendwo hin.
Da rein. Ganz links ist die Waffenkiste. Jupp. Aktualisieren. So. Nice. Kann das Katana auch mal rein? Ich tu mal unsere wunderbaren Kopfhörer auch zu den Mikrofonen dazu. Ja. Du hast wahrscheinlich noch eins einstecken. Ja, tu ich dann auch da rein. Okay. Dann sammle ich mal kurz hier die Waffen ein, die noch irgendwo liegen. Ah, die Molotow-Cocktails tu ich dann auch mal nach da zu den Waffen. Ja, klingt logisch. Also ich meine, wir können sie auch trinken, okay, aber... So, mein Headset auch dazu, die Nägel. Das sieht doch jetzt schon mal ein bisschen sortiert aus hier. Blätter. Ich will noch ein Speer, das bei dir rein muss hier. Tada. Da unten ist ein anderer Speer. Dann haben wir das hier hingebracht. Stangen. Was haben wir hier noch? Federn habe ich noch. Sperlingsfedern. Da rein. Holz war hier drüben. Und auf einmal habe ich ein Inventar, das einigermaßen leer ist. Ich bin irritiert. Das finde ich nicht in Ordnung, Krian. Das müssen wir wieder auffüllen. So, die können wir mal direkt in Eisen umwandeln. So, und dann hatte ich hier noch Tierfett. Möchtest du eigentlich deinen Energieriegel wieder haben? Oh ja, da sage ich nicht nein. Dann droppe ich dir den mal und dann gucke ich mal, was ich Leckeres zu essen machen kann für den Ausflug morgen. Ja, das hat stimmt. Ja, ich habe den Riegel mal ganz souverän auf den Boden geschmissen. Ja, das ist okay. 3-Sekunden-Regel. Ich warte noch ein bisschen länger, ist, bevor ich es aufhebe. Ist verpackt. Achso, ja gut, dann... Kammer, ich habe mir jetzt auch wieder aufgehoben. Bei Verpackungen rechnet man ja 3 Sekunden mal 5772 und dann ist das schon in Ordnung. Haben wir theoretisch 20 bearbeitete Steine? Kleiner Stein, Stein, Felsbrocken. 17 haben wir, aber ich glaube, wir können auch noch 20 draus machen. Aber dann würde ich sagen, werten wir mal unsere Küche einfach komplett auf. Ja, wenn das geht, ist auch gar kein Problem. Warte. Weil es sind 20 bearbeitete Steine. Also wir brauchen nur noch 3 bearbeitete Steine. Dann brauchen wir 2 Eisenbarren. Davon haben wir auch mehrere da. Ja, das ist gar kein Problem. Dann gebe ich dir mal durch, was ich brauche und du kannst es gerade zusammensammeln. Das machen wir so. Okay, warte. Ich habe hier gerade die Steine schon gemacht. Die habe ich jetzt mit 20 bearbeitete Steine habe ich. Genau, dann 2 Eisenbarren. 2 Eisenbarren. Ja, wenn ich jetzt vernünftig die Sachen nehmen könnte, ne? Ha! 2 Eisenbarren. Dann in derselben Kiste müssten auch 10 Nägel sein. Nee, sind nur 30. Ja, ist okay. Ist okay, reicht das? Ich kann aber nur 11 mitnehmen. Ah, da hatte ich 10, da habe ich aber wieder die Splittung falsch gemacht. So, jetzt habe ich 10 Nägel, okay. Dann brauche ich 5 Seile. 5 Seile? Ich habe 4 einstecken, warte, wo? Haben wir noch ein viertes? Da haben wir ein viertes. Ich will irgendwie nur eine Sache nehmen, aber ich weiß nicht wie. Ich habe 5 Seile. 4 Plastik? 4 Plastik. Plastik, das ist ein Gummiring, das sind Plastikstücke. Davon brauchen wir auch 4. Von den Gummiringen? Ja. Dann nehmen wir da erstmal 4 mit. Ah, 3. Ich komme immer nur auf 3 kreieren. Jetzt habe ich 4. Und Plastik brauchen wir 4. Und dann noch 4 Holz. Holz. Welches Holz brauchen wir denn? Normalholz steht da. Holz. Das einfach Holz auch. Die, ja, diese 4 Balken, die stehenden. Ja. 4 Holz. Ja. Wir haben eine Ananas. Ach, scheiß drauf, da nehme ich jetzt 5 Holz mit. Jetzt gucke ich das an. Und dann aktualisiere ich es. Bam, Krieger. Nein. Ach, schön. Ich will deinen Kamin dazu.
Dankeschön. Ja, hatten wir ja oben auch schon. Ich weiß, ich habe dir eine große Küche versprochen. Ja, ne? Schokodonut, Donut, gebratenes Gemüse bringt 30 Leben und 40 Energie. Das jetzt, braucht halt sau viel. Jetzt baue ich ihm da eine neue Küche hin. Und was will er machen? Gebratenes Gemüse. Ganz Steak ehrlich. Steak gibt auch 50. Steakplatte gibt 100. Ja, und ein Tag plus 40 irgendwas. Die Steakplatte, die ist strong as fuck. Pizza ist auch geil. So eine Pizza, und da brauchst du relativ wenige Dinge. Ich guck also mal, ob ich auf Koch leveln kann. Für unser wunderbaren Ofen da wäre so eine Pizza, glaube ich, auch eine feine Sache. Was würde das kosten? 200. Ich glaube, wir hätten genug Forschungsmaterial, dass ich auf Koch gehen kann. Ja, dann mach das doch. So, ich habe jetzt noch 14 Äste einstecken. Keine Ahnung, ob die für die Horde reichen. Ah ja, hier waren aber welche in der Kiste. Äste? Ja, da hatte ich die Hälfte mir schon genommen. Ah, dann nehme ich hier an. Hier sind 29. Ja, ich habe ja ein paar gebraucht jetzt. Aber es ist kein Problem. Ich nehme mir mal so ein Stack Ranken. Davon haben wir nämlich tonnenweise. Das ist noch gut. Und wandle die um in Äste. Das ist noch gut. Das ist noch gut. Das ist noch gut. Dann würde ich sagen, mache ich uns mal Pizza, oder? Hast du Lust auf Pizza? Ja, Pizza finde ich cool. Also ich meine, wir haben ja so einen Steinofen hingestellt. Da könnte man so schön Pizza. Und Pizza kann man auch kalt essen. Also für einen Ausflug perfekt eigentlich. Dann Weißbrot, Baguette, Schinken, Wurst. Mhm. Eigentlich ist es dann schon wieder sauschlecht. Wenn man so viel einsetzen muss, sagst du? Ja, du musst halt ein Weißbrot einsetzen, ein Baguette eingeben, ein Schinken. Alter. Dann Wurst. Wurst die ja allein. 70 bringt. Ja, eben. Dann noch ein Zwiebel und Speiseöl. Das ist jetzt nicht viel. Aber ich finde, das macht dann halt schon wenig Sinn. Ist auf jeden Fall teuer. Also wenn du die Leben alleine zusammenrechnest, hast du 20, 45, 35, 105, 125, 126 Leben, wenn du die Einzelzutaten isst. Ja gut, was macht die Steakplatte und was kostet die Steakplatte, wäre dann die nächste Frage. Es gibt ein bisschen mehr Energie, wenn du eine Pizza isst, statt die Einzelteile. Und natürlich, der Vorteil ist, bei der Pizza hast du plus 20 für einen Tag. Ja, okay. Die Steakplatte hat plus 40 für einen Tag. Genau, also wir hätten hier großes Fleisch, wäre minus 10 Leben. 10, 20, 30, 31, 41, 51, 52, 62. Also die Steakplatte, die macht Sinn zu machen. Ja, dann, ne? Also wenn deine Einschätzung ist Steakplatte, dann... Aber das Problem ist halt, ich kenne dich. Du isst dann einfach die Steakplatte, wenn du ein bisschen Hunger hast. Nein. Und nicht, wenn du verrecken willst. Ich habe ja noch 6 geröstete Vögel einstecken in meiner linken Hosentasche. Ich kann mich auch zurückhalten. Vielleicht. Warum wird aus einem Donut, wenn du Zucchini, Rotkohl und Eier dazu machst, ein Schokodonut? Zucchini ist ja auch ein Schokoladenersatz, das wissen die wenigsten. Ach so. Was war noch dabei? Rotkohl. Ja gut, und der Rotkohl, der färbt, also das Grün und das Rot zusammen, das gibt einfach dieses Schwarz-Braun von Schokolade. Auch schön ist, wenn du gebratenes Gemüse willst, brauchst du kleines Fleisch. Also das finde ich gut. Ja, um die Proteine im Gemüse zu ersetzen. Weil, es ist tatsächlich so, du kannst einfach Vitamine und Proteine im Gemüse, also vor allem Vitamine, Proteine im Gemüse ist ein bisschen schwierig, kannst du mit fleischlichen Proteinen besser verarbeiten. Das heißt, ne? Oh, wir haben eine Welle. Naja. Ehrlich gesagt, brauchen wir aktuell Eisen für irgendetwas? Ich weiß es nicht. Okay. Weil ich würde mir mal Pfeile machen. Gut, da brauchen wir aber ja kein Eisen für. Ja, brauchen wir Stück Eisen. Ja, ich bin gerade noch so ein bisschen am Upgraden, aber das kostet halt scheiße viel Eisen. Also unsere Eisenbahnen sind gleich wieder leer und ich habe 3 Wände abgegradet. Sagen wir es mal so. Aber dafür sind unsere vermutlich am stärksten beeinträchtigten Wände
ist auch explosionssicher. Nice. Also, ich muss sagen, ich glaube, das Upgrade hat sich kaum gelohnt, außer für die Steakplatte. Alles andere an Essen ist viel investiert und wenig Ertrag. Also eigentlich Schmutz. Eigentlich Schmutz, ja. Also gefühlt. Also ich lese da irgendwas falsch. Vermutlich. Wahrscheinlich, aber... Das ist okay. Außerdem, es geht ja nicht nur darum, dass es hier uns wirklich faktische Vorteile bringt. Es geht ja auch um den reinen Genusskrieren. Ich meine, wir sprechen von Essen. Da kann man nicht immer auf seinen eigenen Vorteil bedacht sein. Was soll ich denn dann als Proviant für den Weg machen? Also wie gesagt, Pizza kann man halt auch kalt essen. So ein kaltes Steak stelle ich mir nicht so geil vor. Aber gerne auch eine Steakplatte. Wir können aber auch gerne wieder mit Wurst arbeiten. Wurst an sich ist ja auch eine gute Sache. Ja, Wurst kann ich machen. Ja, glaub dann mach uns doch ein paar schöne Würste, Krian. Mache ich uns mal hier zwei Würste. Die erste Welle Zombie kommt. Wir haben auch noch ein bisschen was da, gell, an Wurst. Das ist doch gut. Ich mache uns auch mal noch ein paar geröstete Pilze. Die sind auch immer ganz nice für unterwegs. Das ist korrekt. Was können wir eigentlich aus Stoff machen? Weiß ich nicht. Also weil wir haben irgendwie 5 Stacks Stoff. Wo haben wir Kräuter drin? Links in der Kiste. Aha. Ganz links. Aha. Du hast ja beim Gemüse geguckt, aber das war halt falsch. Ja, da war aber kein Platz für so viele Kräuter und Saatgut, deswegen habe ich es dann da hingetan. Ich meine, ich muss tatsächlich demnächst auch dann also einen gerösteten Vogel snacken, der war lecker. Sehr gut, sehr gut. Habe ich gut geröstet, würde ich mal sagen. So, was brauchten wir für Pfeile nochmal? Eisenstücke und... Und Äste, ne? Ja. Ich will immer an die Werkbank gehen, statt an die Truhe. Das ist vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Pfeile. So. Ich habe einfach mal ordentlich Pfeile jetzt gemacht. 35. Du hast keine Ding mehr. Ich kann dich aber auch nicht aufladen. Kannst du mal beim Stampfer gucken, wenn du hochkommst? Wie viele Anzahl hat? Gar nichts. Wird mir auch nicht angezeigt. Ich habe mir jetzt mal repariert, vielleicht bringt das ja was. Ja, der hier, siehst du hier bei dem hier was? Hier bei dem rechten? Nee. Weil er hat eigentlich noch 93 HP. Deswegen will ich dafür keinen Ast fürs Reparieren nutzen. Vielleicht wird das geupdatet, dass man das nicht mehr sieht. Nee, bei den anderen sehe ich es ja. Ach so. Nur gar nicht. Deswegen irritiert mich das. Ich möchte die einfach nicht mehr. Ja, stimmt, hier sehe ich es auch. Anzahl 4. Erneut laden. Man sieht es nicht mehr, wenn es voll ist. Ah, okay. Also, weil ich habe jetzt erneut geladen gehabt und dann war es voll und habe ich es auch nicht mehr gesehen. Und sobald es nicht mehr voll ist, sagt er wieder, oh, hier, 27 von 30. Reparier mich. Aber wahrscheinlich war das dann vorher auch schon so, nur wir haben es nicht mitgekriegt. Ja, weil die nie voll waren. Wir waren einfach zu krass. Ach ja, entspannte Orden wieder. Habe ich gerade? Ja. Ich hab ein bisschen geleppert. Die Frage ist, sollen wir die Horde jetzt in der Folge noch durchziehen? Oder, wir sind noch nicht drüber über der Zeit, glaube ich. Nee, wir sind zeitlich noch absolut in Ordnung. Wir sind jetzt bei 19 Minuten. Aber ich nehme mal an, die krasse Endhorde, dafür müssen wir ein bisschen überziehen. Ja, aber andererseits, es passiert eh nicht viel. Also wir können eigentlich auch einen Cut machen. Ja. Da eben die Zeit um ist. Ja, gleich kommt dann so ein riesen Troll-Zombie. Hallo, Krian. Hallo, Yogi. Also ich habe ja am Anfang echt gedacht, dass diese Hordennächte uns Probleme bereiten werden. Aber mittlerweile... Und das liegt ja jetzt nicht dran, dass wir so krasses Equip haben. Wir haben ja echt die Fallen gebaut, die wir von Anfang an gebaut haben. Ja, aber halt deutlich mehr als zu Beginn. Ja, aber gut. Und halt um unser Haus rum. Und wir müssen nicht draußen rumrennen, sondern wir stehen einfach hier und warten. Das ist ja eine durchaus intelligentere Platzierung. Also ich meine, wir sind ja auch erst am Datum 9. Aber,
Ich glaube, ich wäre auch dafür, dass wir noch 4 Stampfer, bzw. 3 Stampfer in die restlichen Ecken machen, damit wir rundherum laufen können. Ja. Ohne Klettern. Finde ich keine schlechte Idee. So, aber wie gesagt, wir haben ja gefragt, machen wir einen Cut und dann ich jetzt sagen, wir machen einen Cut und dementsprechend war es das für heute. Ja. Viel passt, tut hier eh nicht. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund, hoffentlich bis übermorgen, wenn es weitergeht bei Night of the Dead. So schaut's aus, haut rein, bye bye.